Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video geht es um ein sehr skurriles Thema und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere direkt aufschreien wird. Nichtsdestotrotz ist es genau das Thema, was meine Entwicklung auf das nächste Level gebracht hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere bei den Zuschauern dabei sein wird, wo genau dieses Video und die Inhalte hier aus diesem Video gegebenenfalls der fehlende Schlüssel sind, um auch dich auf das nächste Level zu bringen. Es geht darum, wieso du aufhören solltest zu lesen, wenn du weiter wachsen willst. Und wenn der eine oder andere jetzt sagt oder denkt, was ist das für ein Quatsch? Ich habe bisher mein ganzes Leben lang gelesen und alle die Informationen, die ich habe, habe ich aus den Büchern. Bücher sind meine Freunde und ich habe eine ganze Bibliothek zu Hause, die werde ich niemals aufgeben und so weiter. Dann kann ich das vollkommen verstehen. Wie du siehst, habe auch ich gelesen in meinem Leben und sitze da mit dir im selben Boot. Es wäre relativ witzlos, wenn ich dieses Video machen würde, ohne je ein Buch gelesen zu haben. Und dann würde ich mir auch nicht anmaßen, darüber zu reden. Aber gerade weil ich sehr viel gelesen habe in meinem Leben, ist genau dieser Punkt für mich so unglaublich wertvoll gewesen und wird es gegebenenfalls auch für dich sein. Ich zitiere immer wieder einen Satz, der sinngemäß wie folgt lautet: Intellect can bring you to the door, but it doesn't take you into the house. Was damit gemeint ist, ist, dass der Verstand oder dein Intellekt dich zwar zur Tür führen kann, in dem Sinne, dass wenn du beispielsweise dein Leben lang gelebt hast, gearbeitet hast, so wie deine Eltern dir das mit auf den Weg gegeben haben, dein Umfeld, deine Lehrer, deine Erzieher und so weiter. Hier, mach eine Ausbildung, lern das, geh arbeiten, bring Geld nach Hause und so weiter. Und du schnappst dir irgendwann mal ein Buch, was dich einfach anspricht vielleicht. Dann kann es passieren, dass in dem Buch vielleicht ja, irgendein Buch, was philosophische Themen anschneidet, vielleicht von Strelitzky, Café am Rande der Welt oder irgendwie ein Buch, was relativ allgemein gehalten ist, was dir in die Hände fällt, du liest das und auf einmal stellst du fest, wow, über die Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ist es möglich, dass ich mein Leben selbst in der Hand habe? Ist es möglich, dass ich nicht Opfer meiner Umstände bin? Ist es möglich, dass ich mich verändern kann? Wenn dem so ist, dann ist genau das, was damit gemeint ist, dass der Intellekt dich zur Tür führen kann. Du kannst dich dann damit beschäftigen und machst dir vielleicht auf einmal Gedanken, die du dir nie zuvor gemacht hast. Vielleicht kaufst du dir das nächste Buch und wieder ein nächstes Buch und du kommst immer tiefer in den Kaninchenbau, wie man sagen würde. Es geht immer tiefer rein, du bekommst immer mehr Informationen und mehr. Und dann hörst du hier eine These, dann hörst du hier eine Antithese, dann hörst du jemanden, der beide Thesen aufgreift und so weiter. Und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann bist du vielleicht an dem Punkt, wo du auf einmal gar nicht mehr weißt, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Vielleicht stellst du auch fest, dass du durchs Leben gehst auf einmal und den ganzen Tag über machst du dir Gedanken über alle möglichen Sachen. Warum macht er das? Wie funktioniert das? Wieso ist das so, wie es ist? Und so weiter. Und du kommst nie wirklich zur Ruhe. Vielleicht leidet auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen darunter, weil du versuchst, dein Gegenüber immer komplett verstehen und durchdringen zu wollen. Und wenn dir die eine oder andere Situation bekannt vorkommt, dann wird auch dir der folgende Tipp enorm helfen. Denn du bist gegebenenfalls an einem Punkt, wo dein Verstand dich so viel hat hinterfragen lassen, was übrigens erstmal per se eine super Sache ist. Also es ist einer der Grundgedanken der Aufklärung von Immanuel Kant. Sapere aude, hat er gesagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das heißt, wenn du erstmal ausgebrochen bist aus dieser sozialen Konditionierung oder
aus der Matrix, wie manche es nennen würden, und eigenständig anfängst zu denken, ist das der erste Schritt in die richtige Richtung und genau das, was damit gemeint ist, dass dein Intellekt dich zur Tür führen kann. Irgendwann bist du aber an einem Punkt, da hilft es dir nicht weiter, an der Tür zu stehen. Um bei dem Film Matrix zu bleiben, ist das der Punkt, wo Morpheus gegebenenfalls zu Neo sagt, ich kann dich zwar zur Tür bringen, aber hindurchgehen musst du selber. Denn das ist genau der Punkt, wo du deinen Verstand transzendieren musst, würden die einen sagen. Du musst auf eine Ebene kommen, die jenseits deines Verstandes liegt, die tiefer als dein Verstand liegt. Jetzt würden andere, die einen sagen, du musst weiter zum Licht kommen, du musst dein Bewusstsein erhöhen, du musst zum Beobachter werden. Je nachdem, in welcher Literatur man guckt, gibt es verschiedenste Bezeichnungen dafür, die im Kern alle dasselbe meinen. Aber warum ist das jetzt so wichtig? Warum solltest du das überhaupt tun und was sollte dir das bringen? Alles, was wir tun und in der Regel auch ganz viel Literatur konsumieren, tun wir in der Regel aus einem Grund. Wir wollen, also das Ziel hinter dem Ziel ist in der Regel, wir wollen glücklicher sein. Das ist eigentlich immer, glücklich zu sein, ist eigentlich immer das Ziel hinter dem Ziel. Wenn du viel liest zum Beispiel, vielleicht tust du das, um mehr zu wissen, um mehr Geld zu verdienen und warum, vielleicht um mehr in Urlaub zu fahren, warum, weil du wahrscheinlich glücklicher sein wirst. Vielleicht liest du viel, um viel zu wissen, warum, um vielleicht vor deinen Freunden oder Arbeitskollegen mit deiner Intellektualität zu brillieren. Warum? Um Anerkennung zu erfahren. Warum? Damit du glücklicher bist. Also, wenn man diese ganze Warum-Kette lange genug verfolgt, kommt man eigentlich immer dazu, dass das Ziel hinter dem Ziel ist, glücklich zu sein. Und der eine oder andere wird es wissen, ich wurde 2 Jahre lang von einem Rabbiner quasi ausgebildet. Ich werde seinen Kanal hier oben mal verlinken. Und das Erste, was er mir gesagt hat, ist, Patrick, leg die Bücher zur Seite. Du wirst sie jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Und ich dachte, ja, du hast gut reden, du hast 30 Jahre mehr Lebenserfahrung, wahrscheinlich 200 Bücher mehr gelesen, mindestens. Wenn ich so viel Wissen hätte wie du, dann bräuchte ich vielleicht auch kein Wissen mehr, aber das habe ich ja noch nicht. Darum brauche ich die Bücher. Aber genau das war mein Verstand, der das gesagt hat. Und genau davon wollte ich mich ja trennen. Beziehungsweise, ich wollte ihn transzendieren können. Ich wollte hinter meinen Verstand kommen. Ich wollte nicht mehr Sklave sein meines Verstandes, sondern ich wollte aufsteigen zum Herr meines Verstandes. Ich wollte nicht mehr mich von meinem Verstand benutzen lassen und den ganzen Tag abgelenkt sein, weil mir die Frage in den Kopf schießt, die und die, sondern ich wollte meinen Verstand wieder benutzen können, wie ein Werkzeug, wie ein Hammer. Und genau dafür hat es nichts gebracht, dass ich weiter gelesen habe. Genau dafür musste ich aufhören zu lesen und in die Stille gehen. Achtsam sein. Meditieren. Und ich dachte mir ja ganz am Anfang, was ist das für ein Quatsch? Als ob ich irgendwie jetzt mega schlau dadurch werde, wenn ich irgendwie meditiere. Nein, wirst du nicht. Aber das ist auch nicht Ziel der Sache. Denn Wissen selbst führt dich nie dahin, wo du hin möchtest. Du möchtest ja irgendwann ankommen, du möchtest irgendwann ins Haus kommen und nicht nur zur Tür. Und wenn du ankommen möchtest, dann bringst du oder du kommst dann nur durch die Stille dahin, indem du aufhörst zu lesen und in die Stille gehst. Und dann wirst du irgendwann merken, Moment mal, wenn ich derjenige bin, der meinen Verstand beobachten kann, wer bin dann ich? Was ist diese Instanz in mir, welche meine Gedanken beobachten kann? Und wenn du das aufmerksam verfolgst, wirst du irgendwann feststellen, dass da ein riesiger Raum ist, der viel größer ist als dein Verstand. Und dein Verstand lediglich ein Teil von dir, der zu dir gehört, den du nutzen kannst, den du nicht verteufeln solltest, der super ist, dass er da ist, genauso wie deine Gefühle, aber
Begrenze dich nicht darauf, sondern erkenne viel mehr zu sein als das, um freier zu werden, glücklicher zu werden, gelassener zu werden, weniger Stress zu haben und mehr Selbstbestimmtheit in deinem Leben. Wenn das spannend klingt für dich und du mehr darüber erfahren willst, klick gerne unter diesem Video auf den Link, da findest du alle weiteren Informationen, trag dich da ein, ich rufe dich an, wir schauen, wie wir beide zusammenarbeiten können. Bis dahin nur das Beste. Adios.